Leute, sie ist endlich da, die Loot Chest von Oktober. Ich habe jetzt 3 Wochen auf diese Box gewartet. Anscheinend ist da ein Teil drin und mit diesem Teil gab es Lieferschwierigkeiten. Ich weiß nicht, ob man da nicht ein anderes Teil hätte reinpacken können oder das Teil weglassen. Keine Ahnung, kann ich nichts dazu sagen. Ich habe jetzt auf jeden Fall 3 Wochen auf diese Box gewartet. Das einzig Blöde ist, es kommt da halt jetzt fast schon wieder die nächste. Ich habe auch überlegt, das Ganze jetzt einfach um 1 Monat zu verschieben. Ist aber so, dass mir immer, wenn eine Lootbox kommt, ein paar von euch ihre Videos schicken und mit mir drüber reden wollen, was da drin war. Und dann ist es natürlich blöd, wenn ich da einen Monat hinterher hinke. Aber ich habe auch gute Neuigkeiten, Freunde, weil Loot Chest mir als kleines Entgegenkommen zu der ganzen Geschichte kurz für euch gegeben hat. Wenn ihr euch auch eine Loot Chest kaufen wollt, dann bekommt ihr ab sofort mit dem Rabattcode FATMANSHAUS15 15% auf eure Lootbox. Und solltet ihr etwas in der Box sehen oder auf der lootchest.de Seite sehen, wo ihr sagt, das will ich haben, wie zum Beispiel ein T-Shirt, eine Tasse, irgendeine Figur, dann bekommt ihr ab sofort mit dem Rabattcode FATMANSHAUS15 10% auf jeden Artikel. Finde ich eine richtig coole Sache. An dieser Stelle vielen, vielen Dank an Loot Chest. Jetzt fackeln wir aber nicht lange und machen das Ding auf. Einen wunderschönen, meine Lieben, und willkommen zum 5. Loot Chest Mystery Unboxing. Karton ist diesmal etwas leichter, das soll aber nichts heißen. Ich hoffe sehr stark, dass diese Box gut wird, weil wir haben sehr, sehr lange darauf gewartet. Erst einmal unser Unboxing-Messer. Okay, gleich an erster Stelle sehe ich hier Deadpool. 2022, ein Kalender. Lasse ich, glaube ich, gleich eingeschweißt, wird auf den Verlosungsstapel kommen, weil brauche ich nicht. Ist so ein Hängekalender, also wird quasi aufgeklappt und dann so an die Wand gehängt. Oben habt ihr immer ein Bild und unten dann die ganzen Tage. Die Bilder sind ganz cool. Nichtsdestotrotz hänge ich mir das Ding nicht auf. Für meine Tochter sind die Bilder ein bisschen zu krass, wobei da ein Einhorn dabei wäre. Nee, lange Rede, kurzer Sinn, das kommt auf den Verlosungsstapel. Weiter geht's mit unserem T-Shirt, da freue ich mich natürlich immer drauf. Und ich sehe schon, es ist ganz im Zeichen von Halloween. Drauf ist dieses Skelett von Nightmare Before Christmas. Wir packen es mal aus und dann zeige ich es euch. Das ist das gute Stück. Das ist das gute Stück. Man kennt ihn. Ja, Nightmare Before Christmas, cooler Film von Tim Burton. Tim Burton, cooler Typ. Finde ich ganz okay. Ist okay. Ist halt sehr spezifisch. Ne? Das hätte man vielleicht an Halloween gebraucht. Halloween ist vorbei. Und ich glaube nicht, dass ich es nächstes Jahr tragen werde. Ist egal. Nettes T-Shirt. Kann man anziehen. Sieht jetzt nicht schlecht aus. Wie gesagt, an Halloween wäre es noch ein Ticken besser gewesen. Dann gucken wir, was da noch drin ist. Oh, ein D&D-Würfel. Von Loot Chest. Okay. Also wir haben hier einen D&D-Würfel. Man kennt ihn. Mit den... Oh Gott, ich weiß gar nicht, wie viele Seiten das sind. Es sind sehr viele Seiten. Und hier haben wir dann das Loot Chest-Logo. Okay, D&D hätte ich mal so krass Bock. Ach Gott, ich habe schon so oft gesagt, wir müssten auf meinem Discord einen D&D-Raum machen, wo wir einmal im Monat oder alle 3 Monate von mir aus so eine richtig coole D&D-Runde starten und uns auch mit dem Game Master abwechseln. Dass vielleicht jedes Quartal jemand anderes Game Master... Ja, will euch damit jetzt nicht nerven. Falls ihr da auch Bock drauf hättet, könntet ihr gerne auf meinem Discord joinen. Ich würde sowas auf jeden Fall sehr gerne machen. Den Würfel hätte ich jetzt schon mal. Dann haben wir als nächstes, ja, mal wieder eine Tasche von Game of Thrones. Ich weiß nicht, ob das ein Set war und jetzt packen sie nach und nach alles rein. Ist ganz nett hier, das Logo des Hauses Stark ist Metall. Oder ist es Metall? Ja, ist Metall. Wir haben einen Metall-Reißverschluss. Ja, ist halt so ein Schlampermäppchen, ne? Brauche ich eigentlich nicht. Andererseits, so eine Tasche kann man nicht immer brauchen. Ne? Ich habe auch Stifte und so einen Scheiß. Ja, ist okay. Fühlt sich wertig an, fühlt sich cool an. Wie gesagt, ich war ein riesengroßer Game of Thrones Fan bis zur letzten Staffel. Und die letzte Staffel fand ich so furchtbar, dass sie mir wirklich das ganze Genre, das ganze Franchise so ein bisschen zunichte gemacht haben. Deswegen kann ich mich jetzt nicht so krass über sowas freuen, aber es ist nützlich. Wie gesagt, es ist eine Tasche, schaut gut aus, schaut wertig aus. Passt schon. Dann haben wir hier drin Nerds Strawberry. Irgendeine Süßigkeit.
I don't know. Ich würde sagen, die probieren wir einfach mal. Ich hoffe, es ist eine Süßigkeit. Was ist denn das? Das sind so kleine Perlen irgendwie. Boah, scheiße, schmecken die künstlich. Oh mein Gott. Aber lecker. Nimm mal gleich noch eine Handvoll, oder? Ja, lecker. Aber drei Hände, dann ist das Ding leer, ne? Jetzt sehe ich etwas richtig Tolles. Das könnte unter Umständen sehr, sehr cool werden. Es könnte. Es ist zu klein. Es ist leider zu klein. Wir haben eine Fließdecke, eine Fläzedecke von Star Wars The Mandalorian. Und drauf ist Baby Yoda. Finde ich natürlich richtig cool. Ich habe selber schon einen Baby Yoda 3D gedruckt und bemalt. Den zeige ich euch schnell. Schaut doch mal, wie süß er ist. Ist der nicht süß? Man kann ihn auch hier rausnehmen. Also diese Base habe ich selber dann gemacht. Ist der nicht süß? Ich liebe Baby Yoda. Deswegen ist eine Baby Yoda Fläzedecke natürlich an und für sich eine tolle Sache, aber wir haben 1,20 auf 1,50. Ich bin 1,88, das heißt, da gucken meine Füße raus. Das geht leider gar nicht, aber wer mag Baby Yoda auch? Meine Tochter mag Baby Yoda. Das heißt, und keine Sorge, die hat The Mandalorian noch nicht gesehen, aber sie steht natürlich auf diesen Baby Yoda. Ich zeige sie euch trotzdem mal. Oh, sie fühlt sich schon toll an. Fühlt sich toll an. Ist nicht so dick, aber ist okay. Und so sieht sie aus. Muss ich sagen, ist jetzt optisch auch kein Hingucker. Haut mich jetzt nicht um. Also, dass da immer und immer wieder einfach dieser Baby Yoda drauf ist und nicht irgendeine, ja, von mir aus nur ein Baby Yoda, aber in groß halt, oder der Mandalorian selber mit dem Baby Yoda, also immer das gleiche Motiv, sich so wiederholend. Nö. Nö, haut mich nicht um. Und dann, Leute, sieht das schon sehr mau aus. Wir haben wieder unsere Postkarte drin, wie immer. Kommt auf den Verlosenstapel. Und dann war's das. Das war's. Und da fehlt doch der Plusartikel. Der Plusartikel war nämlich das, was nicht lieferbar war. Der Plusartikel war das, was nicht lieferbar ist, und der ist nicht drin. Also wir hatten jetzt ein T-Shirt. Da war ja gar nichts drin. T-Shirt, Tasche, Deadpool-Kalender und die Decke. Das ist ja gar nichts. Oder spinne ich? Also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass die Decke der Plusartikel war, aber das glaube ich nicht. Haben die den Plusartikel jetzt einfach weglassen, weil er halt nicht kam? Das wäre sehr uncool. Vielleicht bringt uns unser Loot-Chest-Heftchen weiter. Da gucken wir jetzt einfach mal rein, ob wir da noch ein paar Informationen zusammenbringen. Der Oktober bringt den Herbst und damit kühleres Wetter, perfekt, um sich mit der Baby-Yoda-Fließdecke zu Hause einzukuscheln. Also nein, die Fließdecke ist nicht der Plusartikel. Das war die Loot-Chest vom letzten Monat. Die war die beste, also die Loot-Chest vom September, das ist ja jetzt die vom Oktober. Die Loot-Chest vom September, nach wie vor die beste. Mit der war ich richtig begeistert. Auf dem Bild, genau, wir haben hier jetzt oben auf dem Bild alles drauf, was hier drin war. Und hier ist, glaube ich, normalerweise, ich hole mal schnell ein anderes. Das war das vom September. Und ich glaube, dass da oben der Plusartikel. Ne, hier ist auch alles drauf, was da drin war. Aber schaut euch mal das an. Wir hatten letzten Monat diesen Kaffee. Ja, der war mir jetzt egal. Wir hatten dieses unglaublich geile Harry Potter Buch, über das ich mich riesig freue. Wir haben dieses richtig coole Kissen, über das ich mich auch riesig freue. Wir haben ein T-Shirt. Wir haben eine Figur, einen Schlüsselanhänger und die Postkarte. Und diesmal haben wir die Fläzedecke. Eine Packung Goodie. Der D&D-Würfel ist halt auch mit aufgelistet. Also der zählt als Artikel. Ich dachte, das ist einfach so ein Bonus, den sie reingeschmissen haben.
Hätte nicht gedacht, dass in so einer Box mal irgendwas von Star Wars drin ist und sie mir nicht gefällt. Wir haben als Poster wieder das T-Shirt vom letzten, von der letzten Chest. Egal, lesen wir einfach mal rein. Wir haben unser T-Shirt. Wir sind absolut einer Meinung mit Jack Skellington. Halloween rocks, ganz besonders in Form von diesem T-Shirt. T-Shirt ist okay. Es ist okay, mehr auch nicht, wie immer 14,95 €. Und das ist zum Beispiel so ein Artikel, wenn ihr dieses T-Shirt haben wollt, könnt ihr euch das jetzt auf loochest.de kaufen und bekommt mit dem Rabattcode FATMANSHAUS15 10% auf dieses T-Shirt. Auf eine Loochest, wenn ihr kauft, bekommt ihr mit dem Rabattcode 15%. Wollte ich jetzt nochmal erwähnt haben. Dann haben wir die Fläzedecke The Mandalorian. Ist jetzt nicht die perfekte Zeit für Binge-Watching. Kalte, regnerische Abende und diese flauschige Baby-Yoda-Decke laden dich zu einem gemütlichen Abend mit dem Mandalorianer ein. Ja, wäre korrekt, würde ich unterstreichen, wenn sie nicht für Kleinwüchsige wäre. Oder wie sagt man das politisch korrekt? Für mich ist sie zu klein. Also 1,50 ist schon... Naja, also da ist ja jeder, also nahezu jeder Erwachsene drüber, oder? Also, ja. Kinder kaufen die Loochest doch nicht. Was willst du jetzt mit so einer Kinderdecke? Egal. Unglaublich aber wahr, das neue Jahr steht praktisch schon in den Startlöchern. Mit dem Deadpool-Jahreskalender bist du bestens vorbereitet. 7,95 €. Ja. Okay. Wenn du als D&D-Spieler die 20 auf dem Würfel hast, fühlt es sich in etwa so an, wie eine Loot-Chest zu öffnen. Auf diesem Würfel kombinierst du beides. Marktpreis gratis. Naja gut, wenigstens das. Also der, wie gesagt, der ist ja von Loot-Chest. Gerade an Halloween sind viel zu viele Zombies respawned, aber irgendwie auch cool. Bist du auch respawned? Zeig es mit der Gameware von www.respawn.de. Ja. Dann haben wir wieder die obligatorische Postkarte von Respawned. Ist einfach Werbung. Respawn.com, könnt ihr mal draufschauen. Machen halt so Gamingware. Dann haben wir Sweets Mini-Nerds. Diese Mini-Nerds zeigen, es kommt nicht auf die Größe an. Nerd ist Nerd und diese hier sind auch noch lecker. Ich weiß nicht, was das mit Nerd zu tun hat. Das sind einfach kleine Goodies. Man kann halt nicht einfach überall Nerd draufschreiben und dann hat das irgendwas mit Nerd zu tun. Die sind aber auch von Nerds Candy. Vielleicht heißen die einfach Nerd und das ist gar nicht auf Nerds bezogen. Keine Ahnung. Jetzt wird's auf jeden Fall traurig, meine Freunde, weil das ist der Plusartikel. Gut, wie gesagt, ist wertig, ist ein lizenzierter Artikel. Game of Thrones ist aber durch, Leute. Ich meine, die Staffel ist jetzt da mal schnell 2 Jahre her. Also seit 2 Jahren ist die Sendung vorbei. Wir brauchen nichts mehr von Game of Thrones. Das ist durch, das Thema. Mandalorian, ja, läuft gerade auf Disney. Marvel, Loki, WandaVision. Call kommt ein neues, Battlefield. Wir haben doch aktuelle Themen. Was will ich denn mit einer Tasche von einer Serie, die seit 2 Jahren aus ist? Und es ist nicht die erste Tasche. Also wir haben oft Game of Thrones Sachen. Weil man es halt über hat, ne? Keine Ahnung. In Westeros leben so viele verschiedene Personen aus unterschiedlichsten Familien. Wenn man sich da alle Namen merken will, braucht es schon mal eine Notiz. Zum Glück hast du eine Multi-Pocket-Pencil-Case, ein Schlampermäppchen, um deine Schreibutensilien immer dabei zu haben. 14,95 €. Ja, der Preis von 14,95 € ist okay. Dürfte hinkommen, würde ich jetzt mal behaupten. Nichtsdestotrotz. War diese Box mal wieder sehr schlecht. Und umso schlechter war sie, da ich 3 Wochen drauf warten musste. Was soll ich jetzt dazu sagen, Freunde? Ich habe quasi hierauf 3 Wochen gewartet. Das ist der Plusartikel. Der Plusartikel war nicht lieferbar. Ah, ich weiß nicht. Ich weiß es nicht, Freunde. Die nächste Box müsste ja eigentlich schon in der Woche... bis knapp über eine Woche kommen und da müsste es ja ein bisschen weihnachtlich werden, rein theoretisch. Oder halt dann im Dezember. Weiß ich nicht, ob sie da jetzt einen Monat vorgehen. Nee, Quatsch, das Halloween-Ding wäre ja auch Mitte Oktober gekommen. Da müsste im Dezember Weihnachtssachen kommen. Egal, brauchen wir gar nicht mutmaßen. Ja, war jetzt, wie gesagt, das T-Shirt ist okay. Okay, mehr nicht.
Diese Tasche ist nützlich, mehr nicht. Und diese Decke ist einfach viel zu klein. Viel zu klein. Und den Kalender brauche ich nicht. Der ist nett, der schaut gut aus. Ich brauche ihn nicht. Also verlosen. Die Decke kriegt meine Tochter. Und den Rest behalte ich. War mal wieder nicht die beste Box. Ist so, kann man nicht ändern. Schade drum. Vor allem, wie gesagt, wegen der langen Lieferzeit. Die nächste Box kann aber auch schon wieder ganz anders aussehen. Die letzte Box war grandios. Kann ich nur noch mal sagen. Wir hatten generell schon coole Sachen. Ja, also ich habe jetzt 5 Boxen aufgemacht, von denen waren 3. Von denen war eine. Die andere war auch sehr gut. Und die restlichen waren okay. Außer diese Backhandschuh-Box. Da bin ich heute noch nicht drüber weg. Ich wach oft nachts schreiend auf und schreie Backhandschuhe. Die verfolgen mich in meinen Träumen. Und in meinen Kommentaren. sei es drum, wie gesagt, das ist jetzt nicht die beste Werbung, ne, weil die Box, ich halt jetzt mit dieser Box nicht so glücklich war. Kann für euch aber auch ganz anders sein. Vielleicht sagt ihr, diese Artikel sind alle babamäßig. Dann greift zu. Wie gesagt, der Rabattcode FatmansHaus15. 15% auf eine Lootchest und 10% auf jeden Artikel, den ihr auf lootchest.de finden könnt. Ich kann es nur empfehlen, es macht riesig Spaß. Ich freue mich auf jede Box, auch wenn ich dann im Nachhinein hier und da mal ein bisschen enttäuscht bin. Trotzdem habe ich schon wieder richtig Bock auf die nächste Box. Die, wie gesagt, in circa 2 Wochen wird das Video dazu kommen. Ich werde es auf jeden Fall gleich machen, wenn die Box da ist. Ich denke nicht, dass wir jetzt nochmal so lange darauf warten müssen. Falls euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und falls ihr auch die nächsten Loot Chests nicht verpassen wollt, dann könnt ihr den Kanal gerne abonnieren und die Glocke aktivieren. Ich danke euch allen für euren Moment. Das wollte ich euch noch fragen. Leute, soll ich mir diesen Adventskalender holen? Der kostet einen Huni. Der kostet einen Huni und die Artikel, die drin sind 180 Euro wert. Ich weiß es nicht. 43 auf 43 auf 43 mit 24 Artikeln, die aber, wie es auf dem Bild aussieht, alle außen sind. Also, das ist jetzt quasi der Adventskalender und wir haben hier außen dann die ganzen Türchen. Und die Box ist 43 auf 43 auf 43. Also, das müssen sehr kleine Artikel sein, denke ich. Auch kleine Artikel können ja cool sein. Ich hatte zum Beispiel letztes Jahr, hat mir meine Frau geschenkt, den Funko Pop Figuren Adventskalender, fand ich auch cool. Also da kann schon cooles Zeug drin sein. Aber das ist Quatsch, da jeden Tag ein Video zu machen, wo ich sage, hier ist ein Türchen auf dem Guck. Das würde ich dann auf Insta auspacken, weil, ja. Und wahrscheinlich auf TikTok. Ja, genau. Ich habe auf TikTok einen zweiten Account, der heißt Fatman's Game. Da geht es halt mehr so um so nerdige Sachen. Dann würde ich jeden Tag eine Insta-Story machen und das halt auch auf TikTok posten. Wie gesagt, bitte Leute, lasst mich eure Meinung wissen. Ihr könnt mir auch gerne reinschreiben, was ihr von dieser Box haltet, ob ihr zufrieden wart mit dieser Box. Die diesen Plus-Artikel nicht hatten, die haben die Box ja schon vor 3 Wochen bekommen. Das hat jetzt nur bei denen, die den Plus-Artikel haben wollten, also wobei wollten relativ ist, hat es so lange gedauert. Lange Rede, kurzer Sinn. Freunde der Sonne, ich halte euch nicht länger auf. Ich quatsch und quatsch und quatsch hier. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video mit dabei. Bis zum nächsten Mal. Remember me for centuries. Mama fought my team.